Hallihallöchen, Freunde! Da sind wir auch schon wieder. Wir haben ja gesagt, wir werden als nächstes Gebiet das Gebiet unten aufrüsten, aber... Du bist ein kleiner Kreisverkehr. Du bist ein kleiner Kreisverkehr, du bist ein großer Kreisverkehr. Hm. Ihr seid halt so. Was ich mir überlegt habe, nämlich... Aber es klappt ja nicht, wenn der nur so ist, der Kreisverkehr. Kleiner Kreisverkehr, großer Kreisverkehr. Hm. Hier. Und hier. Ich muss mal mit den Kreisverkehren ausprobieren. Die sind sechsspurig, okay. Aber das Eck will ich nicht. Und ich will schon mit Grünzeug. Schon mit Grünzeug. So, wir machen jetzt die Autobahn. Hier ran. Hier ran. Hier eine Autobahn. Hier ran. Daran habe ich gar nicht gedacht, dass wir das auch mal so machen könnten. Dann habe ich gar nicht gedacht, dass wir das ja auch so machen können. Mach doch grad! Warum will der so kurvig bauen? So, geht doch. Weil wir haben hier oben Öl. Und... bräuchten ja doch noch etwas Industrie. Die Stadt soll ja auch weiter wachsen. Die Stadt soll ja weiter wachsen. Oh. Was vergessen. Sind da jetzt Ampeln? Ja, da sind Ampeln. Wir haben ja hier Ölindustrie. So. Wir bereiten schon mal etwas drauf vor. Das. Wir hier ziemlich bald. Hier drüben
Also das soll ein Öldistrikt werden. Weiterbauen. Und das tun wir jetzt halt hier mal vorbereiten, weil wir haben ja hier ein riesen Land noch, eine riesige Landfläche, wo wir ja noch bauen können. Wunderbar. Wunderbar bauen können. Und warum sollten wir denn hier nicht bauen? Weiß nicht, ich will irgendwie gar nicht mehr von dem Kreisverkehr hier nochmal wegbauen. Dann können wir hier schon mal ein bisschen vorbereiten, dass wir hier als nächstes in näherer Zukunft hier etwas bauen werden. Mit vorbereiten meine ich jetzt halt natürlich nicht gleich alles komplett. Ich weiß gar nicht, mache ich vielleicht hier auf der Hauptstraße zwischen den zwei Kreisverkehren vielleicht nicht einmal was. Gar keine Kreuzungen ran. Hätte natürlich Vorteil, dann könnten sie hier richtig durchfahren. Dass ich hier gar keine Kreuzungen ran mache. Bis auf die Hauptkreuzung hier. Nur so. Hochbau. Nur so hierher bauen. Da geht ja dann da doch der Hauptverkehr durch. Ich will es gleich von Anfang an ein bisschen effektiver bauen. Gleich von Anfang an, dass wir nicht mehr so viel nachbessern müssen jedes Mal. Das nervt nämlich auch mit der Zeit, das Nachgebessere. So. Gut. Dann bauen wir hier mal fleißig die neuen Stadtgebiete. Die neuen Gebiete bauen wir mal ganz fleißig her. Dann können wir hier. Nein, das ist nicht an die Autobahn ran. So. Vielleicht hier so Verbindung durchziehen. So abschließe. Dass die wenigstens so durchkommen. So. Bauen wir das so nämlich. Gut, das wird unser neues Gebiet hier werden. Ich werde auch gleich die Districts festlegen. Und gleich auch ein bisschen Infrastruktur für alles mitschaffen. Noch keine Infrastruktur. Quatsch, was erzähle ich denn? Noch keine Infrastruktur? Will ich das mal mit den Kreisverkehren ausprobieren? Ölindustrie. Ob das wirklich so gut klappt? Ist halt die Frage. Wenn es wirklich klappt, also so gut klappt, dann
Es ist schon mal eine Überlegung wert, ob man vielleicht von der Autobahn dann immer so Kreisverkehre baut. So ein Kreisverkehr, zack, zack, zack. Hier dann Autobahnanfahrt, Ausfahrt hier, dass dann einfach wirklich hier mal kurz die Autobahn unterbricht oder einfach an die Autobahn ran. Durch An- und Ab. Ja, es geht auch. Ja, dann muss man eher machen, dass die Autobahn mal kurz unterbricht und dann vielleicht über eine Abfahrt oben drüber fährt noch. Dass man hier dann so eine Abfahrt macht, oben drüber und hinten dann wieder eine Zufahrt. Das wäre dann schon fast das Sinnvollere. So, wir haben eigentlich jetzt hier an sich gut zugebaut. Mietz, mein Fuß schläft gerade ein. Könntest du bitte mal ein Stück... Was hast denn du mit dem Kabel gemacht? So. Hier würde ich sogar ziemlich gerne schon... die Richtlinien können wir ja sowieso mal reinbauen. Die Richtlinien. Hier würde ich schon gerne auch irgendwie mit an die Züge anschließen. Aber hier oben ist ja die Linie schon extrem ausgelastet. Och, es hat sich gebessert. Auch hier, der Verkehr. Hat sich alles... gebessert, wollte ich gerade sagen. Das war eine blöde Idee, das vielleicht dahin zu bauen. Okay, es ist nur noch hier und da etwas. Hat sich schon gebessert, kann man schon sagen. Es hat sich ordentlich gebessert, der Verkehr. Ja. Es hat sich schon ordentlich gebessert. Ja, auf jeden Fall. Da kann man nicht mehr meckern. Jetzt haben wir natürlich alles hier verlegt. Hier unten ist die Linie aber auch nicht... von der Außenlinie hier auch nicht großartig anders da. Wenn ich halt hier die Hauptlinie hochbau, hier rüber bau. Die Frage, die Hauptlinie hier. Das ist halt schon extrem da oben mit zugepflastert. Schon extrem hier oben mit zugepflastert. Aber es fährt. Also es steht nicht mehr so viel rum. Wir haben wirklich mit den Zügen es geschafft, besser zu werden. Hier die Frachtschiffe an, eins nach anderen voll. Ich will dich schließen. Der fährt zwar durchs Land durch. Hier, da. Hat man auch immer einen Zug auf dem Abstellgleis mit. Dadurch hat sich's auch... sind hier keine Staus mehr. Sind hier schon mal keine Staus mehr. Hier oben das Wohnviertel ist soweit fertig. Dann können wir hier unten das Wohnviertel weitermachen. Hier mal weg. Hier mal weg. Jetzt verlieren wir natürlich ziemlich viele Bevölkerung, weil die Häuser abgerissen werden. Aber die dürften wir gleich wieder haben. Wenn wir das Viertel hier wieder austauschen. Durch großbebaut. Durch hochbebaute Dinge. Dann haben wir die auch wieder. Gut, schauen wir gleich mal nach Strom. Der langsam aber sicher in Richtung kritischen Bereich wandert. Langsam aber sicher wandert er Richtung Krit. Ich möchte aber keine Kernkraftwerke bauen. Oder ähnliches. Das möchte ich nicht, auf keinen Fall. Thank you.
ist der Strom ordentlich verbunden. Wasser ist auch noch genug da an sich. Müssen wir jetzt halt hier mal rüber legen. So. Kommen wir hier langsam zu mit Wasser. Dann haben wir das auch ganz gut hinbekommen hier schon. Machen wir hier noch eine Leitung hier. Einfach so, weil, warum nicht? Müll ist zwar hier drüben versorgt, aber möchte, da hier ja große Industriegebiete entstehen, hier von Anfang an. Ach, man muss es ja nicht immer abreißen. 4 Müllkraftwerke. Von Anfang an. Ich sorge gleich dafür, dass hier alles mit allem versorgt ist. Sorge ich gleich von Anfang an. 1, 2 will ich noch her tun. 2 Stück will ich noch her tun. Hier auch noch 2. Die mir auch wieder mit Strom versorgen müssen. Die wir gleich mit Strom versorgt haben. Bus und Bahn weiß ich noch nicht, wie ich so mit Bahn weiß ich noch nicht, wie ich es rübersetze. Weiß ich es echt noch nicht. Da weiß ich es wirklich nicht, ob ich hier die Hauptlinie nehme, hier übers Kreuz drüber fahren lasse, übers Kreuz drüber laufen lasse. Hier irgendwie muss es gehen, dass es übers Kreuz drüber geht. Irgendwie muss das gehen. Oder hier oben abzweige und da übers Kreuz drüber. Da würde ich eher sagen, die Hauptlinie hier unten. Oder wir machen eine ganze Linie hier außenrum nochmal. Dass ich hier irgendwo anschließe. Ist schon doof. Ist schon echt blöd. Ist schon echt blöd. Damit sich die Züge nicht wieder stauen. Jetzt haben wir mal einen Fluss bei den Zügen drin. Die dürften momentan noch nichts herstellen. Die Müllreserven, das ist auch nur so. Naja. Das wird auf jeden Fall unser zukünftiges Baugebiet hier hinten. Gleich mit der Infrastruktur vielleicht sogar ein bisschen besser als das Anfang. Also am Anfang. Hier. Dass wir auch nicht so viel nachbessern müssen. Immer. Für euch sorge ich schon für Jobs. Die müssten langsam kommen. Ich baue hier immer größer. Und größer und größer. Wir haben hier Öl. Hier ist nicht mehr so viel Öl, aber da ist auch noch gut Öl. Oder wir machen das in 2 Gebieten. Hier Schwerindustrie, hier Öl. Können wir auch machen. Aber da ist auch noch Öl. Bis auf hier ein bisschen. Nö, das lassen wir so. Erze haben wir halt überhaupt nichts. Da wäre halt hier unten dann erst was mit Erz. Und Agrar haben wir auch nur hier unten etwas. Auch nicht so viel und denen fehlen die Arbeiter. Okay. Feuerwehr. Krankenhaus. Würde ich sagen, machen wir hier gleich ein großes her. Hier an die Hauptstraße. Und zwar hier an die Hauptstraße. Hier an die Hauptstraße. Es ist momentan sowieso noch nicht mit Strom versorgt. Das ist nicht so wild.
Einfach nur, dass eins da ist. Ein Krematorium brauchen wir hier auch. Und hier ein kleines Krankenhaus. Eine Feuerwache. Hier, da das Industriegebiet ist. Ne. Machen wir gleich mehrere Feuerwachen her. Auch große gleich, von Haus aus. Von Anfang an gleich große Feuerwerke. Feuer. Hier ist es nicht mehr so schlimm. Da können wir kleine hinsetzen. Polizei. Machen wir hier eine große her. Die dann alles versorgt. Da unten nicht. Da unten nicht. Schulen. Auch gleich ein paar mehr. Hier machen wir zwei davon und eine Universität. Buslinien können wir auch gleich einplanen. Bevor es noch gebaut ist, würde ich sagen, da ist es fast das Schönste. Bevor es noch alles gebaut ist. Auch gleich ein bisschen mit Köpfchen, dass sie die Buslinie bauen. Linie abschließen. So. U-Bahn. Weiß ich noch nicht, wie man die bauen. Weil ich will ja auch irgendwie von da drüben ran. Mit verbinden. Ja doch, ich weiß wie. Hier, ich bin ein bisschen nebenbei konzentriert, nimmt's mir nicht böse, dass ich gerade etwas stiller bin. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert, weil ich will das Zeug hier gleich alles, wenn die Leute hier anstarten,
dass es alles gleich passt. Dass hier gar nicht erst groß irgendwelche Problemchen auftreten können. Haben wir hier eine gute U-Bahn-Linie an sich eigentlich. Das Wohngebiet ist dann hier mit den zwei Industriegebieten verbunden. Die sind sowieso an sich gut miteinander verbunden. Hier, das wird Wohngebiet, das wird Industriegebiet. Aber wie gesagt, wir wollen erstmal hier das alte Gebiet etwas aufrüsten. Noch. Das ist noch mein Ziel. Es ist nicht mehr viel. Nicht mehr viel, dann haben wir es. Dann haben wir das nicht geschafft. Und können hier weitermachen. Vielleicht mache ich es auch an die Bahnlinie da unten ran. Das wäre. Na gut, die geht auch hier hoch. Wäre fast ein wenig. Wäre es sogar fast einfacher hier neben der Autobahn hier. Hier drüber. Weiß ich noch nicht. Und dass ich die zwei zusammenlaufen lasse zu einer. Wo aber nur in die Richtung wegfahren können. Ja, das klingt gut. Das klingt gut. Ich habe irgendwie Angst, dass es wieder so losgeht wie vorhin. Muss ich ehrlich sagen. Hier sind wir drüber. Oh. Egal. So. Hier hoch. Hier nochmal hoch. Gleich hier nochmal hoch. Naja, Gefälle zu steil, das ist mir schon fast klar. Hier nochmal zwei hoch gleich. Eins nur hoch. So kurz wie möglich. Dass ich hier doch noch rumkomme. Und auch gleich mit eins hoch, dass ich hier so über die Autobahn drüber komme. Weil wir eigentlich hoch genug sein müssten. Wir müssen noch höher. Wir müssen wirklich noch höher. Und dann warte mal, wir gehen nicht noch höher, wir gehen hierher. Rum. Hier rum. Hier rum. Komm schon. Irgendwann müssen wir doch hier drüber kommen können. Halten wir mal an. Gut, wir haben die da. Die Autobahn. So. Du bist höher. Du bist höher als die. Ist aber nicht so tragisch. Haben wir hier unsere Verbindung geschaffen. Hier rüber. Die Zuglinie hier rüberlegen und alles. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Und ich würde sagen, tschüsseli. In der nächsten Folge werden wir hier langsam, aber sicher, würde ich mal sagen, das Gebiet hier unten, hier hinten angehen.
Und nicht nur das Gebiet hier hinten, sondern auch unser Gebiet hier unten weiter zu Wolkenkratzern aufrüsten und hoffentlich auch unser Industriegebiet hier unten weiterbekommen, damit denen hier die Arbeiter nicht mehr fehlen. Unseren Bahnhof hier hinten noch machen und die Daumen drücken, dass alles funktioniert mit den Zügen, so wie man sich's wünscht. Und dann würde ich einmal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und tschüsseli!